Rennen die da hinten? Hm, scheinbar. Klappe zu! Ah ja, ich merke gerade, hier sind keine Gegner. Die Sonne verbrennt die gerade alle. Ich weiß nicht warum, für eine Sekunde dachte ich, hier läge gerade irgendjemand vor dem Tor. Das sah zumindest gerade so aus, aber das war nur ein Büschel Blumen. War das hier? Nee, warte mal. Okay, ich glaube doch, das war hier. Ah ja, ich kann ja jetzt eine nächste Quest von ihr annehmen. Thank you. Give me a moment here. And here we go. Could you bring this to my grandmother for me? She'll probably be near the fountain in front of the library. Sure thing. I'll get it to her as soon as I can. Okay. Hmm. Which job should I give you first? Nehmen wir mal das, weil das ist ja wahrscheinlich direkt um die Ecke. Oh hey, Yona's looking for help. Better make it a top priority, mister. I wrote down the client's location on your map, so head over there to get the details. Seriously? Ich weiß doch, wo die ist. Hey, weißt du, wo Yona wohnt? Deine Schwester? Die bei dir wohnt? Die wohnt da hinten. Weißt du das? Nicht? Hm, okay, komisch. Dabei lebt ihr doch eigentlich da zusammen in einem Haus. Hm. Ma'am, I've got more medicine for you. Oh, what a nice young man you are. I've been just sick as a dog lately. Why, just this morning I woke up and found a giant. Oh, okay, I'd better get going. You take care of yourself, all right? You've been such a great help lately. Here's a little something for you. Ah, ihre letzten Ersparnisse, wa? Okay. Dann mal auf zur euren Schwester. Bestimmt will die wohl wieder irgendwas kochen, wa? Ob ich wieder Moneten im Regal finde? Offensichtlich. Nein, diesmal ist es ein Magietropfen. Ah, wobei. Stärketropfen? Moneten? Moneten! Das ersparte von ihr. Wie, ist das jetzt noch eine Quest? Ah, okay. Sure, Yona. What do you need? A melon. A melon? You got it. Habe ich nicht bereits eine? Don't forget the melon. Oh. Kann ich hier eine Melone kaufen? Oder muss ich dafür extra nach Meeresfront? Ich glaube, die zweite Hälfte war, wenn ich mich nicht irre, weniger Backtrack-lastig, wenn ich mich nicht irre. Nee, du bist nicht Fressalien. Da unten ist Fressalie.
we've got some new... Hast du eine Melone? Du hast keine Melone. Komm. Nicht schön. Na gut, dann ich muss eh nach Meeresfront, richtig? Genau, ich muss eh nach Meeresfront wegen der Quest. Wie viel Kohle habe ich eigentlich gerade? 8000. Ich kriege aber auch nicht mehr Geld, ne? Ich will doch nur eine Waffe für 16.000. Aber ich kann kein Geld sparen. Ich könnte vermutlich vielleicht Sachen farmen, aber ich weiß nicht wo. Und will nicht die eine halbe Ewigkeit irgendwas umkloppen, um dann am Ende dazu merken, oh, da droppt da überhaupt gar nicht. Cool. Habe ich ja schön die Zeit verschwendet. Ich meine, ich habe Materialien dann bekommen. Aber mehr auch nicht. Da ist ein Hirsch hinter mir, ja. Auf der Minimap. Was habe ich denen denn bitte jetzt getan? Ich bin doch einfach nur an dem vorbeigelatscht. Nee, warte mal. Ach, das ist kein Nee gewesen. Okay. Ich habe kein Nee mit einem Hirsch verwechselt. Ja, kann ja schon mal passieren, ne? Beide hochaggressiv. Hauen einen einfach auf die Fresse, wenn es gerade denen nach ist. Wo ist da schon der große Unterschied, ne? Care for some 1200, sag mal, was? Thanks for 1200! Die wir so eine Luxusware zu fressen haben. Ist doch nicht dein Ernst. Ich gehe hier pleite. Hä? What this? This is the post office. Schön. Ach, da ist der, okay. So? Did she get the letter? I'm sorry, but she wasn't home. And on our way back, we were attacked by a shade that dropped this. It's a Freesia. Do you think... No, she's alive. I know it. And I'm going to keep living my life for her. I see. I'll stay here and keep the business going. After all, you never know when she might come back. Immerhin habe ich die Melone wieder drin. Ist auch schon mal was. Ist da was im Postamt noch? Ah ne, da oben. Scheint keine Quest zu sein. Was ist da unten nochmal? Hier unten war ich schon mal. Na gut. Dann, wieder zurückmarschieren. Die Melone abgeben. Ich sag ja, das Backtracking ist exzessiv hier. Also es ist... Man hätte zumindest schauen können, dass man irgendwas macht, dass das ein bisschen weniger lästig ist. Wo zum Geier kriege ich ein Hai her? Ich versuch mal kurz mit dem Karpfen. Eventuell kann ich mit einem Karpfen ein Hai angeln. Eventuell kann ich auch gar nichts damit anfangen. Weil ich bezweifle mal, dass ich ein Hai mir angeln kann mit einem Wattwurm. Ja, genau, so angel ich. Einfach nur mal gucken, ob das was ist. Fish will be scared away otherwise, no? Yeah, but it's just weird.
May I talk? No. Then what would you have me do? Shh! You're scaring him away! Just shut up already! That's easy. It's the. Yeah. Oh, klar, ich fange mit einem Karpfen scheiß Eimer. Seriously? Return of the Rusty Bucket oder was? Ich fange mit einem Karpfen Seetang! Lach nicht, Robbe. Jetzt komme ich mit Knüppel. Das ist ein Eimer. Kann ich nicht einfach die Robbe ins Meer werfen und die Robbe angelt für mich ein paar Haie? Das ist eine Blechdose. Okay, mit einem Karpfen kannst du scheinbar nur Schrott angeln. Mach ich mal kurz einen Wattwurm. Wobei, da kriege ich wieder alles mögliche andere, war kein Hai. Kannst du mir nicht erzählen, dass quasi das, was ich da im Süßwasser angeln hätte können, was aber so schwierig rauszukriegen war, dass das ein Hai gewesen war? Haie sind doch nicht im Süßwasserbereich. Fucking Eimer. Man sollte meinen, umso geskillter ich im Angeln bin, umso unwahrscheinlicher werden Eimer. Ja, aber kommt mir so vor, als würde ich umso mehr Schrott angeln. Aber habe ich einen Magneten an einem Haken? Oder vielleicht mit der Sardine, genau, mit der Sardine. Eventuell kann ich dann halt mit einem Karpfen eine Brasse fangen? Aber mit einer Sardine ein Hai? Mein Versuch ist es wert. Das war aber merkwürdig. Das ist so ein Witz. Das ist so ein Witz. Ich bin besser darin, Schrott zu angeln, als Fische. Was lehrt mich der Typ da oben eigentlich? Oh, das ist aber was Festes. Und dieses Fette werde ich bestimmt nicht angeln können, weil vorher, was auch immer da gerade ist, den Köder frisst. Ist das ein Hai? Höchstwahrscheinlich werden wir das nie herausfinden. Weil dafür mein Skill zu niedrig ist. Bleib schön am Haken noch. Klappe zu. Auf den billigen Plätzen da hinten.
das ein Hai. Okay, mit Sardinen kannst du Haie angeln. Ich wollte schon sagen, da liegt der Hai. Mit Sardinen kannst du Haie angeln. Dann vermute ich mal, weil der ja eine Brasse haben will. Ich weiß aber jetzt nicht, was eine Brasse für ein genauer Fisch jetzt eigentlich ist. Süß- oder Salzwasserfisch, keine Ahnung. Aber ich vermute mal, dass das dann ein Süßwasserfisch ist, den ich dann mit dem Karpfen angel. Kann ich ja ausprobieren, wenn ich dann wieder da hinten bin. Aber das ist eine Sache, die ich danach im Stream mache. Also ich angel einfach dann nur die Fische da raus und gib die dann ab. Die Regenbogenforelle war jetzt eine Ausnahme. Wobei ich am liebsten eigentlich das jetzt machen würde. Einfach damit ich das hinter mir habe und dann sehe ich, ob ich einen Folgequest habe. Ich finde es ein bisschen komisch, dass es hier so eine Art Wettersystem gibt. Mal ist es heller, mal ist es wieder düsterer, aber du hast keinen wirklichen Tag-Nacht-Wechsel. Komisch. Da hast du deine Melone. I got your melon, Yona. Thanks. If there's anything else you want, just let me know. Well, since you offered, would you mind getting me a watermelon? A watermelon this time? Sure thing. I'll be waiting for that watermelon. Lass mich raten. Meeresfront, richtig? Ich muss zur Meeresfront. Oder kann ich die schon hier kaufen, die Wassermelone? Buy a watermelon. We've got some new items in stock. Es ist ja schön für dich. Keine Watermelon. Come back. Und jetzt gehe ich nach Meeresrund und da ist keine Wassermelone. Ich sag ja, Backtracking, ne? Was heute die Sammelobjekte sind, war damals das Backtracking. Oh. Da finde ich es eigentlich schon gut, dass man dann in neueren Spielen, wo man dann auch irgendwelche Quests hat oder Nebenquests oder dergleichen, dass man die abgeschlossen hat in dem Moment, wo man dann quasi das Ende erreicht hat und nicht extra jetzt dann zum Questgeber oder so zurück muss. Abgesehen, du spielst sowas wie ein MMO, dann ja, da kann das schon mal sein, dass du dann zum Questgeber zurück musst. Es sei denn, man hat dann irgendwas reingebracht, wodurch das wegfällt. Dann ist es ja eigentlich auch wieder angenehm.
Das einzige Gute ist ja halt wenigstens, die Wege sind kurz. Habe ich ja schon mal, glaube ich, gesagt. Würde das nicht der Fall sein, Gott... Oh, nee, du. Könnte man sich echt nicht geben. Do you have a watermelon? Care for some imported... No. Thanks for your... That's bad. It's f- Hä? Ach so, du bist der Händler. We got... Hope to see you. Wobei, warte mal. We got... Habe ich Wassermelonsamen eventuell? Ja, habe ich. 3 sogar. Dann gehe ich mal wieder zurück. Pflanze mal ein paar Samen ein. Und keine Ahnung, kann ich von Devola? Devola. Kann ich von Devola die nächste Quest annehmen oder... Habe ich jetzt gerade die Arschkarte und wenn ich das mache, dann ist ihre Quest hier von Yona weg vom Fenster. Ich gehe mal davon aus, dadurch, dass ich zu ihr hingegangen bin, habe ich sozusagen ihre Quest angenommen, während Devola schlichtweg einfach nur einen Hinweis gegeben hat. Oder so ähnlich. Ah. I don't know. Ich hoffe mal, ich kann die nächste Quest annehmen. Und falls die jetzt abgebrochen wird aus irgendeinem Grund. Whatever, ich meine, ich habe eine Wassermelone. Vorausgesetzt natürlich, ich kann irgendwann mal eine ernten, ne? Da muss ich echt mal nachgucken, wie das genau funktioniert mit dem Ernten. Sonst habe ich jedes Mal da halt einfach nur vertrocknete Pflanzen. Ja. Tote Pflanzen. Da wächst halt nicht unbedingt sehr viel, ne? Ah, ja. Ich trete den Hund einfach mal zur Seite. Platz da! Ich muss durch! Which job should I give you first? I've got a job from the postman in Seafront. He needs your help with a personal matter. Sommermehl, von da bin ich gerade gekommen. Oh. I wrote down the client's location on... Oh, von da bin ich doch gerade gekommen. Mann, ey, jetzt muss ich da schon wieder zurücklatschen, nur weil ich da eine Quest... Oh. Backtracking ist so schön. Da vergeht die Zeit wie im Fluge. Ja. Total. Wie im Fluge. Ja, hallo, tust du jetzt mal... Oh, da klatschen wir mal Dingensbums hier. Wo ist die? Da ist die Wassermelone. Nur für den Fall der Fälle. Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas anderes habe. Vielleicht will sie auch einen Kürbis. Ich pflanze mal einfach das ganze Ding hier voll. Zumindest so viel, wie ich an Dünger gerade habe. Doch, Kürbis da. Ich gehe mal zumindest davon aus, dass ich Dünger benötige. Oder brauche ich Dünger gar nicht? Und Dünger ist jetzt einfach nur extra. Um schneller oder extra Ertrag zu haben und so weiter.
Weil wenn dem so ist, dann okay. Kann ich ja gleich mal bei einem ausprobieren, ob das nötig ist. Hier ist Paprika. Oh, ich kann einfach einpflanzen. Ich schätze mal, dann kriege ich aber wohl nur so einen Standardertrag, schätze ich mal. Würde es so einen Sinn ergeben? Oder es dauert länger? Naja, keine Ahnung. Erstmal muss ich überhaupt irgendwas ernten können, ne? Bringt nicht viel, sich über irgendwelche Sachen Gedanken zu machen, wenn am Ende sowieso wieder der ganze Feld tot hast. Wie man ja gesehen hat. Den Rest auch noch? Ach komm, geht schnell. Nehmen wir Weizen. Am Ende mache ich das, guck morgen nochmal hier rein, alles tot. Ja, geil. Wo war der Zeitpunkt, wo du angeln konntest? Wo du ernten konntest oder wo du wieder wässern musstest? Wo war er? Ich schätze mal, sowas wie die Blumen sind bestimmt einfach nur Sachen, die du verticken kannst, glaube ich. Es sei denn, die werden für eine Quest benötigt. Der Rest wird dann wahrscheinlich benötigt für, ja, Kochen eventuell? Falls da irgendwas in dieser Richtung war. Ja, und sonst so? Keine Ahnung. Vielleicht für irgendwas anderes noch. Kann ich nicht die Wasserkanone? Kann ich nicht die Gießkanne aus Stardew Valley haben? Die einen großen Bereich abdeckt. Dann brauche ich nicht jedes Feld einzeln machen. So, damit bin ich jetzt auch fertig. Gut, dann auf zurück zur Meeresfront. Wo ich schon wieder eine Quest habe. Yay. Meine Füße bluten schon, aber ist egal. Im Meeresfront wartet eine Quest. Oh Mann. Oh, der olle Nacken tut gerade weh. Mach Platz da. Dass du die einfach wegschieben kannst. So ein bisschen hatte ich übrigens fast schon gedacht, ob ich heute nicht einfach nochmal Elden Ring mache. Weil ich das echt gerne weiterspielen will. Aber dachte mir so, Mir muss auch weitergemacht werden. Vor allen Dingen, weil ich das letzte Woche ja nicht gemacht habe, weil Internet tot war. Guck mich nicht so an, Junge.